Moinsen! So, wir müssen zu seinem Freund Leonardo. Kann ich jetzt eigentlich wieder normal Karte anmachen? Ist nett. Und wir müssen ja... Erstmal wieder an Arsch der Welt. Wir kriegen da was. Von dem, was uns helfen soll, in den Palast zu kommen. Geh weg. Ich will dich heute bekommen. Hau ja ab. Ich habe keinen Bock, von dem ausgeraubt zu werden. Ja, wenn du die letzte Folge gesehen hast, dann so ein bisschen überlegen, was Antonio gesagt hat. Und da müsste man schon drauf kommen, was Ezio jetzt vorhat, bei Leonardo zu holen. Nee. Ich kletter hier jetzt nicht hoch, weil oben die Wachen sind blöd. Wir können hier schneller... Ja, ja, verpiss dich, du Palo. Wir können hier nämlich schneller... Bei euch konnte ich ja nichts machen, ne? Ne, ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwelche Gemälde kaufen, aber ne. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, über den Dächer, ja, da die mit den scheiß Bogenschützen, da finde ich das jetzt, da ich ja nicht gesucht werde, besser... Hier so durch die Stadt zu laufen. Na nun, gehst du mal hoch? Dankeschön. Schnell abtrocknen. Hui. Leute, verfolgt mich doch mal nicht immer. Chef Pavarazzi ist hier. Jo. Verdammt viele Wachen wieder. Und dann wird es gleich losgehen. Ja, ja, Schnauze. Mit der Aufgabe, ich mag nicht. So. Lass dich überraschen. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Warte mal. Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Super! Das wird so lustig. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Schön. Immer, ich will nicht. Also nach hinten ziehen, dann steigst du, nach vorne warum stürze ich ab? Geht's das bergab. Ist lächerlich. Ja. Der Palazzo ist zu weit weg. Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Temper. Das ist nämlich noch nicht so einfach, also zur damaligen Zeit da zu fliegen. Aber wir haben ja Leonardo und der lässt sich was einfallen. Also, wie funktioniert es? Was, nochmal? Vogel im Flug beobachtet. Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Das hatten wir doch schon. Stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Die Kante wollte ich doch jetzt gar nicht mitnehmen. Das wird ja jetzt blamabel hier.
Vor allem, er will aufhören. Wie will denn der aufhören, ohne abzustürzen? Und nochmal das Ganze. Ja, nun mach. Ich kann's nicht glauben. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, doch, weißt du. Verrückte Idee. Nein. Heureka! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun. Aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Okay. So, das Ganze jetzt bei Nacht. Was? Zielpersonen? Ach so. Nö. Das sind so viele. Na gut. Ich glaube, das sind hier zwei, ne? Sieht ganz danach aus. Rum. Wenn ich wag, der nicht gewinnt. Ja, super Tipp. Ganz dufte. Kann das sein, dass das oben ist? Könnte, ne? Wie machen wir es jetzt am blödesten? Hier hoch? Okay. Geh doch mal um die Ecke. Oh, Typ. Mit wem reden die da unten? Wo kommen die jetzt alle her? Ist das jetzt nicht wahr hier? Ching, 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 ching. So, kümmern wir mal uns um zwei hier. Okay. Ich möchte mal wissen, wo die jetzt hergekommen sind, ey. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt hier um der Ecke gewartet haben, oder? Natürlich werde ich jetzt wieder gesucht. Naja, logisch. Das ist doch scheiße. Das ist scheiße mit der Scheiße hier, du. Hier ist irgendwo... Irgendwo ist hier was. Wie komme ich, ist bestimmt von der anderen Seite. Komme ich jetzt am blödesten dahin, wo ich hin will? Gehen wir mal schnell hier lang. Und dann gehen wir hier rum. Nein, ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar.
Weil ich ja der Batman bin. Du da. Ich will bloß wieder unsichtbar werden für diese Wachen. Damit ich hier nicht mehr gesucht werde, weißt du? Da oben. Gut. Komm ich hin, krieg hin, kein Ding. Brrrt. Und weg. So, dann fehlt mir noch eins. Vor allem, ich muss jetzt überall diese herrlichen Mutantenwachen kaputt machen. Bloß damit die dann später das Feuer anmachen können. Damit ich da fliegen kann. Das ist doch scheiße. Das ist doch. So, ihr solltet der. Mann, das könnte alles so schön sein, ja. Vor allem so einfach. So, jetzt bin ich wieder unsichtbar. Schön. Hier ist dieses schwule Boot. Ich hatte doch hier einen ausgewählt. Da drüben. Wir gehen einfach mal schwimmen. Wie wir gesehen haben, war das ja irgendwie... Da oben sind sie. Ja, das wird so. Die wird ja so dermaßen in Arsch treten. Komme ich hier von hinten hoch? Nee. Hops, hops. So, die Dicken sind erstmal wichtiger. Weil die kaputt kriegen, ist Wahnsinn. So, dann nehmen wir hier noch mit, was wir mitnehmen können. Warum auch nicht? Und ich hatte ja eben auch noch gesehen, bevor ich hier hochgegangen bin, dass hier unten noch ein Schwimmebütchen ist, was man ja auch noch ausräumen kann. Ne, du geh mal hoch da. Okay. So. Und nochmal Geld. Supi. So, wer ist der Nächste? Der Nächste wäre... Wir machen erstmal den hier, dann die und dann die vielen da hinten. Ich finde das ja bloß lustig, dass jedes Mal, wenn du die umbringst, gleich vier solcher Pisser da sind, die mit dir spielen wollen. Finde ich sehr, sehr komisch. Hm. Ja, das wäre jetzt zu überlegen. Komm ich... Müsste ich eigentlich auch, ne? Na, Minitz? Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Komm da ja immer noch vorbei. Jetzt ist der Ausgewählte wieder entwählt. Er will jetzt den Kunsthändler haben, jo. Ich müsste mich mal wieder ein bisschen unsichtbarer machen. Ach da. Weil ich werde ja jetzt hier schon wieder gesucht, bis um geht nicht mehr. Mach weg. Ich? Nö. Was kann man mit Frauen anfangen? Och, jetzt bin ich schon da. Na, dann können wir die gleich machen, wa? Dann können wir uns gleich um die... Ja, ich stehe ja mittendrin. Wenn man gleich auf der Karte guckt, dann sieht man das auch, ne? Gut, das machen wir aber nächste Folge. Wir machen jetzt hier mal kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Gut, ich sage wieder Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich bewerten nicht vergessen. Und dann bis denne dann.